Hallo, hier ist der Dennis von der www.keyword-akademie.de. Neben mir steht mein Freund, der Rainer. Ja. Geht's dir gut? Ja, es geht immer gut, natürlich. Erstmal vielen, vielen Dank für die gute Zustimmung, die wir immer bekommen. Wenn du willst, dass auch deine Freunde oder deine Bekannten oder so diese Tipps, die wir hier auch kostenlos anbieten, bekommen, dann teile einfach das Video oder auch abonniere uns gerne, wenn du willst, dass wir weitermachen mit kostenlosen Power-Tipps. Ja. Wir haben übrigens, oder du hast übrigens mit dem Jörg auch, finde ich ja super, fünf Stunden. Das ist eine Odyssee. Von A bis Z alles, und es ist ja Wahnsinn, ne? Also gefühlt hat das ja schon jeder gekauft. Das ist ja, viel, auch hier vielen Dank dafür. Aber heute ein Power-Tipp kostenlos. Und du hast ein ganzes, und zwar Leslie-Effekt der geteilten Orgesamples auf Schieberegler legen. Ja. Genau. Wozu brauchen wir das denn? Genau. Wir können mal einmal kurz schauen, wo das Problem überhaupt liegt. Mhm. Wir schauen mal einmal, wählen also jetzt auf Right 1 mal eine Orgel aus. Mhm. Zack. Gehen in die Orgelsektion. Und hier gibt es ja mit der Bezeichnung S.Art die Orgel-Samples, die also zwei geteilt sind in dem Fall. Bei S.Art heißt es immer, wir haben geteilte Samples. Und zwar gibt es einmal das normale Orgel-Sample mit langsam Leslie und das mit dem schnellen. Ah, und JS heißt dann Joystick. Genau. Die Funktion ist auf dem Joystick. Richtig, JS, genau. Joystick, und wenn wir den Joystick nach oben ziehen, nach oben drücken, dann haben wir den Umschaltvorgang auf das schnelle Orgel-Sample mit dem Leslie, das sich schnell dreht. Sample 1, Sample 2. Jetzt gibt es hier, wir sehen das hier auch schon, wenn wir den Pitchbender, den Joystick bewegen nach oben, dann wird hier die rote Lampe aktiviert. Das heißt, wir können das jetzt auch direkt auswählen. Wir schalten um von schnell auf langsam über diesen Schalter. Das kennt man, ist soweit bekannt. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt spielen oder während der Fahrt das spielen und schalten um, passiert das? Das ist so ein Umschaltvorgang und wir haben so einen ganz harten Bruch von schnell auf langsam oder umgekehrt. Ja. So, wenn wir das jetzt wieder nach alter Manier, wie wir es bei der Teilhausserie auf dem Modulationsrad liegen hatten, kann man so wunderschön von A nach B blenden oder von schnell auf langsam blenden. Okay. Und das können wir so jetzt irgendwie nicht mehr. Wir können das zwar natürlich per Hand machen, nur dann bleibt natürlich jetzt der Joystick hier oben nicht stehen. Ich könnte das auch hier aktivieren, aber ich muss immer wieder hier drücken und loslassen und hochschieben. Ja. Also schöner wäre es, wir haben es auf dem Schieberegler legen. Und das machen wir jetzt mal. Okay. So. Also, bestimmt ganz einfach. Das ist ganz einfach, ja. Wir drücken Direct Access. Jetzt nehme ich mal den links, dann habe ich nicht so lange Wege. Den linken Schieberegler und bewege den einmal kurz. Zack. Und jetzt sind wir in der Auswahl Live Control und können jetzt diesen Parameter zuordnen. Wir müssen jetzt aufpassen, wenn wir jetzt, wir können oben ja rechts auf der linken Seite die Slider umschalten oder die Slider-Belegung, haben hier B, 1 und 2. Wenn ich jetzt mit Direct Access auf den Schieberegler gehe, mach das nochmal, dann sehen wir oben sofort eingerahmt im orangen Rahmen den ersten Slider. Heißt aber auch wirklich nur der erste Slider. Ich habe jetzt hier gerade ausgewählt die zweite Seite über Slider Assign 2. Trotzdem wählt er mir den ersten aus, muss ich mal aufpassen. Also schalte ich sofort hier um. Ich bin zwar auf dem richtigen Schieberegler, aber noch nicht im richtigen Einstellbereich. Also, das heißt also als Tipp, wenn das hier umrandet ist, das ist auch dann gerade aktiv. Immer das ist Umrandung. Aktiv, genau. 1, 2, 2 passt hier und dann 2 passt hier auch, dann ist es richtig. Die Zuordnung. So wäre die Zuordnung richtig. Genau. Jetzt drücken wir drauf und wählen jetzt mal aus, nicht Volume, wie es hier voreingestellt war, sondern gehen jetzt mal auf Modulation Plus. Das ist eben genau dieser Einstellbereich, wenn wir unseren Joystick nach oben bewegen, in den Plus-Bereich. Umgekehrt wäre es in den Negativbereich minus, wenn wir nach unten ziehen. Also, Modulation plus. So, close. Das war's. Jetzt können wir unten noch einstellen, Right 1, 2 oder 3. Wir beginnen uns jetzt mal mit dem ersten. Ja. Falls wir noch einen Streicher drauflegen wollen, dann soll der ja nicht mit irgendwas Modulationseffekt belegt werden. Ja. Wir können jetzt nochmal, wir sehen jetzt auch sofort hier links im Display, Mod in Klammern Plus. Ach, das hat er da jetzt auch noch hingeschrieben. Ja, netterweise, nicht? Wir können das allerdings auch, wenn wir jetzt nachher nicht mehr wissen, Mod Plus, was war denn das jetzt noch, ne? Da steht ja nicht unbedingt explizit Leslie. Das können wir hier über Rename auch nochmal eben aktualisieren. Nein. Also löschen wir das mal weg, Delete. Länger gedrückt halten, ist alles sofort weg. Genau, länger gedrückt. So, und jetzt
schreiben wir das mal rein. Leslie, wieder dem kleinen Leslie mit IE. So, okay. So. Und schon steht jetzt Leslie. Leslie. Da könnte ich jetzt auch hinschreiben Maria. Leslie. Maria ist auch schön. Oder Lessie. Oder Keyboard Akademie. Oder Keyboard. Ja, das ist zu lang. Das ist ja zu lang, genau. Ja. Ach, aber das ist ja super. Gut. Da kann ich meine eigenen. Ja. Ah. Und jetzt steht es hier Leslie. Jetzt sehe ich auch sofort, aha, jetzt weiß ich, was passiert. Jetzt sollte das alles funktionieren. Mhm. Also wir schieben jetzt mal. Und jetzt können wir nämlich überblenden von langsam auf schnell und so ein bisschen harmonischer. Ja. Und der Grenzbereich ist ja so hier in diesem Bereich. Ja. Da passiert halt was. Wenn ich das ein bisschen. Dann ist es weicher. Smoother. Smoother. Ja. Super. Und dann im Prinzip kann ich dann das auch noch, dieses Setting natürlich auch noch komplett abspeichern. Als Registration. Als Registration. Mhm. Wenn Live Control abgehakt ist. Oder ah, okay. Ist. Okay. Aber ja, dazu gibt es ja auch noch ein Video, die große Registration ja. Am Genos. Ja. Okay, aber das ist ja dann eine gute Funktion. Ja, dann so kann man da einfach so wie gewohnt über das Modulationsrad ja. Jetzt einen Schieberegler belegen mit genau diesem Effekt. Hammer, danke Herr Professor. Bin ich nicht, aber es ist so, funktioniert nur natürlich bei den, oder ist nur nötig bei diesen S-Art-Orgeln. Also hier diese fünf sind hier, da geht es ja schon weiter mit den normalen Orgenflutes, die ja dann standardmäßig mit einem anlaufenden Leslie belegt sind. Übrigens, kurzer Tipp. Ja. Wenn ich jetzt hier bin, den hier zum Beispiel habe ja. Und bin dann in meiner Voice und möchte dann in diese Orgelansicht kommen mit den Schiebereglern, haben wir ja hier, wie ich immer so schön sage, die Teigschaber nach unten ja. Ne, gehängt. Genau. Da muss ich einfach nur hier drauf drücken ja. Und schon bin ich in meinem Bereich. Ja. Ne? Okay. Und hier wird natürlich dann auch sofort sich die Einstellung meiner Zugriegel. Ja. Okay. Super. Das war es schon wieder von uns. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Bleibt musikalisch, abonniert uns, schreibt uns, wenn ihr noch Fragen habt, dann würde ich sagen, bis bald. Ciao. Tschüss.